Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zusammen mit Marco Ferber begrüße ich Sie recht herzlich zu NZZ Standpunkte, zwei Journalisten, ein Gast. Am 3. Oktober feierte Deutschland den 20. Jahrestag seiner Wiedervereinigung. Vor 20 Jahren war die ehemalige DDR an ihr Ende gekommen und es begann der nicht immer unbelastete Prozess des Zusammenwachsens zweier Staaten, die über 40 Jahre getrennt gewesen waren. Joachim Gauck ist eine der prägenden Figuren dieses Stücks deutscher Geschichte. Er war ein führender Bürgerrechtler in der DDR. Er war der erste Bundesbeauftragte für die sogenannten Stasi-Akten. Und wenn in dieser Sache das Volk zu entscheiden gehabt hätte, dann wäre Joachim Gauck seit Juni dieses Jahres höchstwahrscheinlich auch deutscher Bundespräsident. Joachim Gauck ist heute unser Gast. Herzlich willkommen, Herr Gauck, Hallo. Bei NZZ Standpunkte. Hallo, ich freue mich. Herr Gauck, wenn man dieser Tage nach Deutschland blickt, zum Beispiel als Schweizer, dann sieht man ein Land in Streit. Stichworte dazu sind die Kontroverse um Herr Sarrazins Thesen zur Integration von Muslimen, der Bürgerprotest gegen das Großbauprojekt Stuttgart 21 oder das Unverständnis in weiten Teilen der Bevölkerung über die Verlängerung der Laufzeiten der Atomkraftwerke. Was ist los mit den Deutschen? Naja, eigentlich ist nichts Besonderes los, nur es gab eine gewisse Phase von Ruhe. Bürgerproteste, insbesondere aus der aktiven Jugend oder früher, als die linke Szene noch stärker war, aus den großen linken studentischen Gruppierungen, Wackersdorf, Frankfurt, Flughafen, Startbahn, West. Es gibt da also berühmte Begrifflichkeiten der westdeutschen Nachkriegsgeschichte. Das gab es schon immer. Großprojekte haben es schwer hier. Und die Deutschen haben ja auch eine sehr starke Zuwendung zu den ökologischen Fragen vollzogen. Alle Parteien bemühen sich, dieses Thema auch sehr ernst zu nehmen. Das heißt, da gibt es viel, was wir auch erfreut sehen können. Was wir weniger erfreut betrachten, ist diese Neigung zum Unbehagen, die in diesem Land wie so ein Mehltau oftmals über dem Land liegt. Es ist so, als wenn sich der Normaldeutsche erst wohlfühlt, wenn er sich unwohl fühlt. Und das muss man immer wissen. Deshalb liegen ihm diese bisschen selbstzerfleischenden Debatten und auch ein manchmal übertriebener Glaubenseifer solcher Debatten. Bei Stuttgart 21 geht es nun nicht um die letzten Dinge. Also es ist interessant, dass hier zwei Prinzipien, eine repräsentative Demokratie, die funktioniert, und aktueller Bürgerwille kollidieren. Das ist für politische Menschen ein hochinteressanter Konflikt. Aber es geht nun nicht um die letzten Dinge, ja, um die Bewahrung der Demokratie.